In Oberstdorf geht los mit Naoki Nakamura, einer von 58 Springern. Nur acht werden ausscheiden. So wenige Teilnehmer gab es noch nie. Hat auch mit weniger Startplätzen für Top-Nationen zu tun. Es ist keine deutsche nationale Gruppe am Start. Und wir haben mit Nakamura einen Springer, der mit einer schwachen Weite beginnt, mit nur 104 Metern. Der aber auch in der ganzen Saison noch nicht zurechtgekommen ist. Zu Beginn die Springer, die noch keine Weltcup-Punkte geholt haben. Heute geht es nicht nur darum, sich für morgen zu qualifizieren, sondern auch einen guten Platz rauszuspringen. Denn morgen springt der Beste heute gegen den 50. der Quali, der Zweite gegen den 49. Simon Ammann. Ja, wird sich hoffentlich auch, das wird sein Ziel sein, unter den besten 30 einreihen. Dann hat er nicht ganz so einen starken Gegner. Er springt seine 25. Vier-Schanzentournee. Und damit fehlen ihm noch 3 zu Noriaki Kasai. Das ist der Rekordhalter aus den USA. Casey Larson, Sie haben die grüne Linie das erste Mal gesehen. Wenn Sie bei den Weltcup-Springen noch nicht eingeschaltet haben, es gab schon 8. In Finnland, in Norwegen, in der Schweiz und auch in Deutschland. In Klingenthal mit Doppelsieg von Karl Geiger. Die deutschen Springer sind sehr, sehr gut aufgestellt. Und diese grüne Linie, die grüne Laserlinie, die die Springer auch sehen, das ist jeweils die Linie für die Bestweite. Wer also in Führung gehen möchte in dieser Qualifikation, wo es um 3000 Schweizer Franken Siegprämie geht, der muss diese grüne Linie zumindest erreichen. Dann geht es neben den Punkten, die es für die Weite gibt, über die Noten der Punktrichter und dem entsprechenden Wert für den Wind. Können wir uns gleich mal anschauen zu einer Gesamtnote. Das ist entscheidend, aber natürlich das Wichtigste, weiter so weit wie möglich springen und damit klare Führung für Alexander Snischczol aus Polen, der aus der zweiten Liga der Skispringer aus dem Kontinentalcup zurückgekommen ist und deswegen jetzt auch gleich die Erläuterung mit Svens Einordnung. Keine nationale Gruppe der deutschen Mannschaft hier. 4 Springer hätten eine Chance gehabt. Diese nationale Gruppe werden wir zum ersten Mal in Garmisch-Partenkirchen sehen. Das Conti-Cup-Team also ist in Engelberg, hat heute dort auch Erfolge gefeiert. Piers Paschke lange Conti-Cup-Springer, heute Konstantin Schmid Zweiter mit einer tollen Platzierung, schön, also richtige Entscheidung. Hier kein Team an den Start zu bringen. Ja, weil es geht natürlich um das Ticket für die nächste Periode, wo man dann hofft, wenn man dann unter den ersten 3 im Kontinentalcup ist, dass man seinen freien eigenen Startplatz dadurch erspringt. Und wenn man hier eine nationale Gruppe macht, fehlen dir natürlich 2 Ergebnisse, dann hast du eigentlich gar keine Chance, es zu ziehen. Er hat das geschafft, genau das geschafft. Benjamin Östvold für Norwegen. Er hat diesen Platz ersprungen, diesen Zusatzplatz. Summe 6 Norweger am Start, aber nur 5 Deutsche. In Garmisch-Partenkirchen kommen dann 4 dazu. Unter anderem Konstantin Schmid, den wir eben ja auch schon gesehen haben. Er ist in einer viel besseren Verfassung, hat sich jetzt langsam reingekämpft und hat beste Möglichkeiten, den Startplatz zu erkämpfen. Genauso Martin Hamann, Felix Hoffmann, Luca Roth. Also die werden wir in Garmisch-Partenkirchen sehen. Und ob die Norweger eine Rolle spielen können bei dieser Tournee, das bleibt weiter abzuwarten. Mit diesen 110 Metern wird er wahrscheinlich gut genug sein, um morgen springen zu können. Justin Lissow links mit Kreuzbandriss, ausfallender deutscher Springer. Daneben Christian Winkler, Heimtrainer hier in Oberstdorf, arbeitet viel mit Karl Geiger, der hier zu Hause ist, auch mit Philipp Raimund. Es gibt eine Menge Figuren hinter den Erfolgen, nicht immer nur der Bundestrainer. Ja, und wir haben ja die Möglichkeit, jetzt, da wir keine nationale Gruppe sehen und ein paar schwächere Springer, Sven, über die deutschen Möglichkeiten zu sprechen. Erstmal auch über die, die nicht da sind. Bei Markus Eisenbichler gab es die Information, da ging in Ruka nach dem Kontinentalcup gar nichts mehr. Ein deutscher Topspringer, ein Weltmeister, der auf einmal überhaupt nicht mehr sein System findet. Ist sogar gefährlich gewesen. So gefährlich, dass er gar nicht beim Kontinentalcup angetreten ist in Engelberg. Auch nicht in Garmisch-Partenkirchen auflaufen wird, sondern erstmal auf einer 90-Meter-Schanze in Planitzer sich die Basis erarbeiten muss. Wie kann das passieren? Ja, das ist ein bisschen bitter, weil wer natürlich dann irgendwo auch Markus kennt, wenn er einmal in so seiner Spirale ist, ist es unheimlich schwer, ihn da rauszuholen. Was auch für andere Themen dann natürlich auch über die langen Jahre, wo es trotzdem mit dem Erfolg geklappt hat, gilt.
Und wenn dann solche Springer natürlich in so eine Misere reinkommen, ist es total schwierig, weil sie es natürlich dann auch noch mit Gewalt probieren, wenn es nicht funktioniert, und dann wird es noch schlimmer. Ich glaube, dass Markus schon auch ein bisschen damit zu tun hat, seinen alten, erfolgreichen Sprung jetzt auf das neue Material umzustellen, weil alles andere ist keine Erklärung für mich. Man sieht auch mit Granerüth, der unheimlich Probleme hat, seinen erfolgreichen Sprung von der letzten Saison umzuschreiben auf das neue Reglement. Es klappt ab und zu mal, dann ist er nah dran, wie heute im ersten Trainingsdurchgang. Im zweiten denkt er, ich bin gleich dran, ich mache noch einen drauf und zerschießt sich das komplette System. Das ist unheimlich sensibel, und das gilt für Markus Eisenbichler jetzt dann doch auch in seinem hohen Alter dann irgendwo auch anzunehmen, weil er wirklich mit kleinen Dingen wieder anfangen muss. Das geht nicht mehr wie mit seiner Pokerspielerei, die er sonst immer an den Tag gelegt hat. Das funktioniert nicht. Klare Worte, Sven. Wir haben einen der schwächeren Springer aus Kasachstan, Daniil Vassiljev, eben gesehen. Bei Francesco Cecon ist das Grundniveau höher, aber wir sehen, wie schwer sich alle tun, die Bestweite zu erreichen. In Führung ist nicht der, der am weitesten gesprungen ist bisher, sondern der, der unter den Verhältnissen, die gerade herrschen, vorne liegt. 110 Meter für Östfold, den Norweger, Snistrøm mit 113,5, aber wir haben Rückenwindverhältnisse. Heftig, deswegen über die Zusatzpunkte ist der Norweger vorn. Das werden wir jetzt sehen, ist immer rechts eingeblendet. Grün, Wind plus 13,8. Wie ist das einzuschätzen, Sven, ein solcher Wert im Bereich von plus 15 Punkten für Rückenwind? Ja, die Springer gewöhnen sich natürlich so ein bisschen auch an die Verhältnisse, aber ich bin natürlich schon froh, dass es in der heutigen Zeit die Möglichkeit gibt, zumindest ein gewisses System reinzubekommen für die Benachteiligung, aber auch im Falle, wenn du bessere Bedingungen hast, kriegst du natürlich dann auch einen gewissen Teil an Punkten abgezogen. Das ist super fair. Ansonsten wäre es natürlich schon extrem chaotisch in der heutigen Zeit, wo denn die Konkurrenz so extrem nah beieinander ist. Zu der gehört er nicht. Sviatoslav Nazarenko, das sind die Springer, die unglaublich happy wären, wenn sie morgen einen Startplatz bekommen würden. Sind solide 109 Meter. Damit hat er sogar eine Chance. Zwischendurch haben wir die Österreicher gesehen. Jan Hörl. Ja, und auch Čofenik, der super gestartet ist in die Saison. Aber Daniil Čofenik hatte auch zu kämpfen. Es ist für alle heute nach den Weihnachtstagen, wo man immer diszipliniert ist als Skispringer zu Hause. Am Ende musst du mehr verbrennen, als dass du isst. Und dann kannst du auch eine Gans essen, musst halt dann anstatt einer halben Stunde 2 Stunden laufen. Das ist alles auf in deinem Programm, ganz einfach. Er hat sehr viel verbrannt in den letzten Wochen. Maciej Kot, der musste sich zurückkämpfen, hat schon Weltcup-Springen gewonnen ins polnische Team. Da ist eine Menge los in Polen. Der Co-Trainer Marc Nölke nicht mehr dabei. Er hätte sowieso aufgehört nach der Saison. Da hat man gesagt, wir machen den Cut jetzt. Dafür ist der Heimtrainer von Kubacki, von Stoch, jetzt hier dabei. Entscheidung, die überraschend kommt. Ich glaube, Entscheidung der Verzweiflung, weil sie natürlich merken, es geht in eine Richtung, die sie total seit Jahren nicht mehr gewohnt sind. Auch da sage ich, hat das mit dem aktuellen Reglement zu tun, dass sie den Sprung umstellen müssen. Traurigste Beispiel aktuell, wo ich wirklich die Augen zumachen muss, ist Kamil Stoch. Das tut mir in der Seele weh, aber es ist halt einfach so. Und jetzt versucht man irgendwie in Richtung Polen Zeichen zu setzen, dass man irgendwie dran und gewillt ist, es zu verbessern. Ob das jetzt unbedingt mit Marc Nölke zu tun hat, glaube ich weniger. Ja, Marc Nölke wird geschätzt als Experte, war jahrelang bei den überragenden Österreichern, als sie Springen für Springen gewonnen haben, und ist ja auch sowas wie ein Mentor von Thomas Thurnbichler. Die beiden haben ein gutes Verhältnis. Vielleicht auch eine Entscheidung des Cheftrainers, um zu sagen, komm, wir haben jetzt mal ein Zeichen gesetzt, wir haben einen anderen Trainer dazu genommen, aber so schnell die Wende zu kriegen, das wird schwer, auch wenn man Checkout führt. Wir sind in der Anfangsphase dieser Qualifikation. Da ist es fast Pflicht für einen Springer wie Maciej Kot vorn zu sein. Mich wundert es aber, dass es ja trotzdem auch mit Nationen wie Norwegen oder Slowenien auch Nationen getroffen hat, die sich umstellen mussten. Und komischerweise finden die Wege, sich zumindest schneller anzugleichen. Sie sind noch nicht top. Granerüth, wie gesagt, auch schon erwähnt, wenn er sich umstellt und sich ein bisschen zurücknimmt, funktioniert es. Aber was mich total wundert, dass wirklich, also gefühlt, das komplette polnische Team so massive Probleme hat. Das, also keine Ahnung. Auch da habe ich viele Fragezeichen. Dauert übrigens noch ein bisschen, bis der erste Deutsche kommt. Das liegt daran, dass in umgekehrter Reihenfolge des Weltcup-Gesamtstands gestartet wird. Die Deutschen haben so viele Punkte geholt, so tolle Erfolge erzielt, dass sie erst später dran sind. Der erste ist
Philipp Raimund hier vom Skiclub Oberstdorf mit der 41. Der nächste Kasache mit 102 Metern. Da geht es wirklich nur darum, Erfahrung zu sammeln. Ganz junger Springer mit 16, erste Mal dabei. Das gilt nicht für den nächsten. Der einzige Tscheche. Wirklich auch unglaublich schwierige Situation für Roman Kodelka. Super Bedingungen jetzt gerade. Also das ist aber auch das Typische, was wir jedes Jahr in Oberstdorf haben im Springen. Dass sich dann, wenn die Sonne weggeht oder wenn sich alles ein bisschen abkühlt, die Bedingungen hin und wieder wirklich so dramatisch ändern, besser oder auch schlechter werden. Und jetzt mit Gate 18 ist das natürlich schon ein gutes oder wäre ein gutes Polster für Kodelka, aber ist natürlich rot, ist klar. Um den Gedanken schnell den Zuschauern zu erklären, schwierige Situation, nicht weil er jetzt dran ist, das sind Top-Bedingungen, sondern weil er zu Hause einfach gar keine Trainingschance hat. So schlecht sind die infrastrukturellen Voraussetzungen im Moment in Tschechien. Liberec geht nicht, Harachov geht nicht, er muss ausweichen in die Heimat seiner slowenischen Trainer. Jetzt sind die Verhältnisse zu gut. Was tun? Ja, sie natürlich erstmal beruhigen lassen. Das sind meistens dann immer nur kurze Momente, wo dann auch einfach mal so eine Strömung den Hang hochzieht. Jetzt in dem Fall gibt es aber dann später auch, dass es einfach auch mal von hinten richtig den Hang runterzieht. Das ist dann eben hier so, das kennen wir, aber auch da siehst du, Borek Seklak ist wirklich auch mittlerweile sehr, sehr erfahren, hat die Ruhe am Knopf und dementsprechend wird er warten, bis die Bedingungen jetzt wieder in den abgesprochenen Sektor zurückgehen. Erst recht für seinen Landsmann, der andere Tschecher, der hier ist, steuert die Ampel. Wir haben jetzt die Schweizer gesehen, Kilian Payer, Simon Ammann, Gregor de Schwanden. Und de Schwanden ist durchaus mit Favorit nach den besten Ergebnissen, die er je in seiner Karriere erzielt hat. Ja, ist kurios, dass der Mann, der an der Ampel das Sagen hat, Borek Seklak, jetzt warten muss auf seinen Landsmann, auf Roman Kodelka, mit dem er sogar noch in einem Team war. Und das ist Maciej Kot lange nicht mehr widerfahren, dass er in der Box des Führenden im Weltcup steht. Das sind manchmal harte Wege. Schön, diesen Turnierart da zu sehen, den die Polen auch schon gewonnen haben. Aber es ist für Maciej Kot ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit gewesen. Ja, das ist auch eher schon mal Sommer Grand Prix überlegen gewonnen. Aber ist natürlich auch am Kämpfen. Und für ihn auch, für Roman Kodelka. Ja. Also Springer, die vor Jahren die Besten waren im Weltcup. Eher mit diesem Zitterstil. Aber das ist der beste Sprung der Saison für Roman Kodelka. Bei guten Verhältnissen, aber das Lachen ist zurück. Wie schön. Man muss sie aber auch nutzen. Das ist natürlich, hat man Glück. Und wenn man aber natürlich dann den Sprung nicht laufen lässt, dann sind gute Bedingungen fast kontraproduktiv, weil es sich gefühlt mehr herbremst. Roman Kodelka konnte sie nutzen und dementsprechend ging es dann auch viel weiter über die grüne Linie als dann gedacht. Und dementsprechend wird er sich natürlich jetzt klar auch erstmal durchsetzen. Das sind seine slowenischen Trainer, die ihn so motiviert haben. Die, das sagt er immer wieder, auch die gleichen Verletzungen hatten wie ich. Kreuzbandriss, zurückgekämpft mit dieser schweren Knieverletzung, regelmäßig in den Top Ten zu finden. Also ein ganz, ganz gelungener Start des einzigen Tschechen. Besser kann man sich es nicht wünschen. Kaimar Vagul aus Estland, auch erst 16, hier aus Oberstdorf. Sven, der trainiert hier beim SC Oberstdorf bei Andreas Wagner. Wie kommt ein Este zum Skiclub Oberstdorf? Nun, die Familie, die graue Linie haben Sie jetzt gesehen. Die hätte er überspringen müssen, um morgen sicher dabei zu sein. Die Familie ist aufgrund des Skisprungtalents ihres Sohnes nach Oberstdorf gezogen. Vater ist als Saisonarbeiter unterwegs. Im Winter pusht er seinen Sohn unermüdlich, fährt ihn zu allen möglichen Wettkämpfen. Fast ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, wie es bei dir in dem Alter von 14, 15 war. Bei mir waren die Wege kürzer, Gott sei Dank. Und dementsprechend war auch von der ganzen Logie und alles damals im Osten natürlich auch ganz anders koordiniert. Natürlich mussten die Eltern auch mal hin und wieder mich bringen, aber mehr wurde über den Verband in Johanngeorgenstadt natürlich dann auch erledigt. Und der Mann rechts hat große Dienste auch für deutsche Skispringer geleistet. Auch für mich natürlich, ja. Pierre Heinrich, ja. Servicemann damals unter anderem Rossignol. Ja. Jetzt steht er mit Andreas Wellinger im Gespräch und wir haben mit Tate Franz ganz spannenden US-Springer, auch erst 18, der eine gewisse Höhe oben mitbringt. Bravo! Wie geht diese Schanze? Weil ja alle auch immer sagen, Oberstdorf ist schon, man muss den Rhythmus annehmen. Was ist der Rhythmus von Oberstdorf, den er jetzt erwischt hat? Ja, du hast schon so ein bisschen einen guten Springen
Sprüngen fragst du dich manchmal, oh, warum habe ich das nicht gleich hinbekommen? Da geht es ja wirklich traumhaft. Aber auch hier sind es immer die Kleinigkeiten. Wenn du ein bisschen was verpasst, bist du direkt flach im Hang. Dementsprechend kommt der Hang dir gefühlt wie ein Flugschanzenhang vor. Du kommst da wirklich nicht vorwärts. Und das ist so nach wie vor die Charakteristik, dass du wirklich peinlichst genau dich auf den Rhythmus im Anlauf zum Schanzentisch hin durch den Radius einlassen musst und ihr nicht deinen Sprung aufzwingen, sondern du musst auch da ihr zuhören, wie bei den meisten auch. Wir sehen den Vierschanzentournee-Sieger 2019-20, der in sich geht, aber die Form sucht mit David Kopatzky. Taku Takeuchi, die Japaner haben keine besseren Springer. Die, die nicht die Leistung bringen, werden nicht ausgetauscht, weil die anderen nicht stärker sind. Entsprechend holen sich Nakamura oder auch Takeuchi immer wieder die Nackenschläge im Weltcup ab. Das ist auf jeden Fall mal wahrscheinlich gut genug, um morgen springen zu dürfen, einer der 50 zu sein. Aber natürlich wird er weit hinten sein und entsprechend auch seiner Form wird es wohl auch morgen nichts mit Weltcup-Punkten. Warten wir ab, man kann ja immer über Nacht auch die ein oder andere Kleinigkeit finden. Takeuchi hat ja schon gute Jahre gehabt. Und Andi Wellinger macht einen sehr coolen Eindruck. Vielleicht sogar der deutsche Springer mit den größten Chancen, mit dem größten Potenzial. Würdest du da mitgehen? Ja, ich glaube einfach von der Erfahrung, die er mittlerweile hat, Andreas Wellinger, ist er so aufgestellt, er merkt, er ist nah dran, wird aber jetzt nicht hektisch, wie er vielleicht vor 10 Jahren gewesen wäre als Jungspund, wo er dann denkt, oh, ich bin nah dran, setze ich einen drauf, geht voll in die Hose. Er ist sehr gereift, weiß, wenn alles zusammenpasst, ist er super effektiv. Und das beruhigt ihn so ein bisschen. Natürlich, klar, wenn es jetzt irgendwie so sein sollte, dass er vielleicht nicht ganz rankommt, wird auch er vielleicht intern ein bisschen unruhiger. Aber so wie wir ihn jetzt auch hier an der Schanze erleben, jetzt gerade auch ein schönes Beispiel in der Vorbereitung, noch Fotos machen oder Fotowünsche dann auch eingehen, das zeugt schon von einer Abgeklärtheit und einer Selbstsicherheit, die er ausstrahlt. Und da gibt es auch 106,5 Meter für Etonusiain. Keine Vorgaben des Bundestrainers nach dem Motto, zieh dich mal zurück, sondern jeder macht es so, wie er sich am besten fühlt. Also eine Vorgabe gibt es, das hat sich rumgesprochen nach Piotr Schüer, dass sie sich nach dem ersten Durchgang zumindest jetzt nicht so spektakulär freuen sollen. Ich glaube, das hat Stefan Honkar im polnischen Team immer gestört. Aber ansonsten sind sie alle erwachsen. Wenn sie Fehler machen, braucht Stefan Honkar auch eben nichts zu sagen. Und dementsprechend lässt das einigermaßen laufen. Ah, Andrea Kampreger hat den Rhythmus der Schanze noch nicht raus. Das sieht man oben beim Absprung. Immer wieder kommt auch an uns die Frage, was ist denn so schwer, diesen Absprung auf der Schanze in Engelberg, dann auf der in Oberstdorf abzurufen. Was ist da jetzt der große Unterschied zum Beispiel zu Engelberg? Engelberg ist eigentlich von der Charakteristik viel schwerer, viel steileren Anlauf, knackigen Radius. Und da das Timing zu finden auf der Schanze ist unheimlich schwer. Hier, das ist eigentlich ein bisschen entspannter und einfacher, aber macht es natürlich automatisch, wenn alle es einfacher haben, wieder kompliziert, weil natürlich kleinere Kleinigkeiten am Ende über Sieg und Niederlage entscheiden. So, und das sind immer so die Waggonspiele, du musst immer auf dich gucken, was sind deine Erfahrungen von letzten Jahren, was kannst du jetzt in diesem Jahr einbringen mit dem neuen Reglement und du musst bei dir bleiben. Du siehst rechts und links, wie es grob funktioniert, aber wie gesagt, nicht zu weit rechts und links gucken, das lenkt dich ab und der Tisch ist vorbei. Oh, das ist auch eine eigenwillige Sprungtechnik, wie er sich da ja, zwischen die Ski legt. Andrew Urlaub, kein Neuling, der Mann aus Utah. Fans haben sie hier, beliebter Wintersportort Oberstdorf. Skifahrbedingungen sind großartig, Skisprungbedingungen eigentlich auch. Ja, viel zu spät und deswegen natürlich der, was auch du schon gesehen hast, mit den extremen Ski. Da kommt er nicht mehr drüber. Das System müsste eigentlich viel, so gefühlt, da sprichst du ja schon fast schon von 10 Grad mehr gedreht sein, um das dann irgendwo auch nutzen zu können. Dann wird es gar nicht schlecht aussehen, aber was er oben verpasst hat, hat er keine Chance, das dann in die richtige Richtung zu drehen. Das ist schon spektakulär, dass auch seine Verwandtschaft hier ist. Sowas nimmt man dann eben mit, ja? Wenn der Sohn springt. Seine Eltern Willi und Barbara sind sowieso da. Die können das gar nicht glauben, wie gut Pius Paschke auf einmal springt. Und wenn wir über Andrew Urlaub sprechen, der Vater war Ringer, Sven, das hast du nicht zu bieten. Also mein Vater auch nicht. Schwester und Mutter haben Skilanglauf gemacht, aber wenn man dann so eine Wintersportaffinität hat, das kann man in Oberstdorf natürlich auch auf vielen, vielen Pistenkilometern
großartig ausüben, diese Sportart. Entsprechend stand der kleine Andrew auch schon mit 5 auf Skiern, aber das ist eigentlich ein Standardalter. Ja, musst du. Gewisse Dinge brauchst du dann, bevor es dann irgendwo auch mal, ja, zu dem Punkt kommt, dass du dann abhebst. Das ist natürlich, man sieht halt schon nach dem Absprung bei solchen dramatischen Eingriffen, die die Springer machen, dass das nichts werden kann für Kasperi Valto, der jetzt doppeltes Pech hat. Ganz schlechter Absprung. Hier auch aus dieser Schrittstellung. Ja, das sind die Dinge, die eigentlich Trainer dann sehen müssen, woran sie arbeiten. Aber er hat natürlich jetzt auch extrem schwierige Bedingungen gehabt. Mehr Rückenwind, als die anderen fast Aufwind hatten. Und das ist das Ding, klar, das ist eine Sportart draußen. Das gibt es nicht in der Halle. Dementsprechend hast du eine andere Einstellung als Springer selber, als vielleicht die Zuschauer, die sich dann mal sagen, ach komm, das ist doch unfair. Sondern nee, das gleicht sich schon aus. Aber für Einzelspringer musst du dann schon hin und wieder mal eine bittere Pille schlucken. Er ist trotzdem als letzter bisher qualifiziert. Ja, die Deutschen haben sich Zeit gelassen, aber der Anreise. Philipp Breiburt macht sich mal langsam auch gut gelaunt auf den Weg, die Ski zu holen und sich vorzubereiten. Er hat jetzt nicht mehr so viel Zeit. Gleich ist er der erste Deutsche. Viel ruhigerer Absprung von Eric Belshaw. Will nicht sagen, dass die Teilnahme am Wettbewerb morgen schon ein Erfolg ist. Aber natürlich gibt es ganz andere Ansprüche. Der Mann, der sich deutlich besser geschlagen hat, ist Tate Franz. Der trainiert und nutzt eben diese Kooperation aus mit Norwegen. Trainiert in Lillehammer. Das ist ein Quantensprung, dass USA mit Norwegen zusammenarbeitet. Ja, finde ich toll, dass sich natürlich dann auch andere Nationen nicht nur in ihrem Haus kehren, sondern einfach wirklich dann auch sich um andere Nationen kümmern, weil am Ende des Tages so ist, es soll natürlich schon mehr Möglichkeiten geben für auch internationale oder andere Nationen. Und da ist natürlich jetzt Amerika jetzt nicht unbedingt oder die USA nicht unbedingt die Skisprungnation. Es waren aber 2002 die Olympischen Spiele dort. Unheimlich euphorisches Publikum. Ganz, ganz toll. Also du kannst sie mitnehmen. Und jetzt ja auch mit Lake Placid endlich mal wieder eine amerikanische Station im Weltcup-Kalender, die das auch alles bestätigt. Pavel Monsek ist krank angereist. Genau übrigens wie David Kubacki. Was heißt krank? Es geht ihm besser. Haben sie ihn aufgepäppelt über Weihnachten. Aber die polnischen Meisterschaften sind ja ausgefallen in Zakopane. Man konnte dort nicht springen, noch viel zu viel Wind. Aber anschließend waren einige Springer kränklich. Kubacki so ein bisschen vom Pech verfolgt, der sich ja deutlich stärker einzuschätzen ist. Monsek auch erkältet, musste einige Tage rausgehen. Er sieht auch nicht richtig gut aus, David Kubacki. Ja. Obwohl, es wundert mich, er war ja schon in Klingenthal angenockt und jetzt gleich direkt wieder. Das ist natürlich schon bitter. Und passt natürlich dann irgendwo hin und wieder auch in so eine Masere. Also gerade mit dem Springen haben sie eh schon das Problem und dann kommen solche Dinge auch noch dazu. Klasse bestätigt seinen Trend. Arti Algro, durchaus in der Lage, Weltcup-Punkte zu holen, springt 120 Meter. Schon der Vater war estischer Skisprungmeister in den 70er Jahren. Das habe ich gedacht, das kommst du mit Judo oder Karate. Aber was er eben eingebläutert, ist wirklich Basistraining. Da sind Judo und Karate, Kampfsport, gar nicht so schlecht. Vielleicht nicht, um Muskulatur aufzubauen, aber um Bewegung zu machen. Ja. Gleichgewicht, Gefühl, Körpergefühl vor allem. Ja. Was einer gezeigt hat, eben im zweiten Training, den wir jetzt sehen. Jetzt könnte Roman Kudelkas Platz auf dem Thron vorübergehend in Gefahr sein mit einer wirklich tollen Technik, eben Alex Insam. Er ist immer mal wieder der Italiener zu solchen Sprüngen fähig. Wenn er oben entsprechend schnell fertig ist. Ja, schau an. Ja. Auch er natürlich groß gewachsen, viel Fläche. Und wenn das, wie ich es auch im Vorfeld mit Lea unten besprochen habe, wenn da dann die großgewachsenen Springer kleine Fehler haben, dann ist natürlich die Fläche falsch im Wind, bremst unheimlich her. Und das ist aber auch die Möglichkeit für ihn, mit vielen kleinen Dingen, wenn er sich auf wesentliche Sachen konzentriert, relativ schnell gut mit dabei zu sein. Und das hat er natürlich in seinem zweiten Trainingssprung bestätigt. Mit Platz 8 ist er sofort mit dabei. Ich glaube, so weit vorne wird er mit diesen 122,5 Metern nicht sein. Er weiß selbst, dass das noch nicht das Optimum war, aber sehr, sehr stark. Vor allem pusht das einen ja, gibt Selbstvertrauen mit Sicherheit. Auch Alex Insam, wir schauen, weil ich dabei ist. Walter Hofer. Ach, schön.
Renndirektor, das weiß ich noch, von 1992, Sven, bis 2020, 28 Jahre hat der die Geschicke dieses Sports geleitet, deine gesamte Skisprungkarriere begleitet, unfassbar viel für Skispringen geleistet. Auch der ganze Modus hier, K.O.-System, Gate-Windregel, alles mit zu verdanken Walter Hofer. Aber das ist die Gegenwart. Remo Imhoff völlig erleichtert, nachdem nichts lief in Engelberg, in der Heimat. Was ist da passiert über die Weihnachtstage? Viel besser. Verpasst trotzdem noch ein bisschen, aber hier konzentriert es sich mehr auf die Geschlossenheit, auf die gleiche Ausstellung der Ski, nicht so sehr auf Kanten. Und das sind ja die Parameter, die erstmal mehr wirken, als dass du dich aufs zu früh oder zu spät konzentrierst. Das Gefühl im Flug und die Lage im Flug. Oh, da muss ich dich unterbrechen. In Weiß, Sven, hat unsere Regisseurin Anne Feig gefunden, dreht diese Sprünge alle mit André Kiesewetter. Du wirst es wahrscheinlich wissen. Ich kenne ihn doch. Der ist mal im gelben Trikot hier angereist, als Weltcup-Führender. Jetzt ist er Physiotherapeut bei den Schweizern. Ist das nicht toll? Der filmt von da oben. Danke auch an die Kolleginnen, Kollegen in der Regie. Überhaupt, wir haben hier so viele Top-Kameraleute. Thomas Strobel, der die Weltregie verantwortet. Oh. Super Bilder, die braucht man für Supersprünge wie jetzt von Clemens Aigner. Clemens Aigner springt 126 Meter und wahrscheinlich ist es jetzt irgendwann an der Zeit zu schauen, wann gehen wir denn mal die ein oder andere Luke runter. Auch Clemens Aigner im Weltcup-Team angefangen, rausgenommen, ersetzt worden durch Daniel Huber. Die Konkurrenz in Österreich ist enorm. Bin mal gespannt, ob wir auch Jonas Schuster sehen werden bei der Tournee. Den Sohn von Werner Schuster, lange Jahre Bundestrainer. Jetzt Koordinator auch für den DSV-Nachwuchs. Der steht auch an der Schwelle zum Weltcup-Team. Insam muss seinen Platz räumen gegen den ersten Österreicher, der hier gleich mal die Ambition für die deutsch-österreichische Tournee hinterlegt. Simon Ammann, noch nie hat ein Schweizer die Vierschanzentournee gewonnen. Er wird es nicht mehr schaffen. Aber rein in den Wettkampf. Und gar nicht so schlecht. Ja, also hat die Platzierung ja eben ungefähr vorgegeben. Ja. So knapp 120, also K-Punkt ist immer okay. Sitzt aber relativ weit hinten vom Schwerpunkt. Und dann ist immer die Gefahr, dass du gefühlt von hinten so nach vorn schießt. Also nicht der Druck auf den Tisch kommt und du ein bisschen mehr Höhe mitnimmst, sondern zwar Geschwindigkeit. Aber das so weit jetzt nicht wirklich funktioniert mit dem neuen Reglement. Aber was er draus macht, war super. 1997 ist er hier schon gesprungen. Ich auch. 97 in Oberstdorf. Ja, du sitzt jetzt aber hier im Warmen. Ja. 42 ist er, Simon. Ja, 42, Wahnsinn. Kompliment. Wirklich großer Respekt vor dem, was er leistet. Wir haben schon oft gesagt, vielleicht winkt er ein letztes Mal den Menschen hier in Oberstdorf zu. Und da kam er noch 10-mal wieder. Deswegen warten wir mal ab. Aber es ist trotzdem einfach fantastisch, in dem Alter noch diese Körperbeherrschung zu haben und dir mitspringen zu können. 28 Tourneeteilnahmen von Noriaki Kasai stehen. Habe ihn vorhin so kurz darauf angesprochen, er wollte nichts davon wissen, ja, dass ich weiß, dass er vorher wahrscheinlich nicht aufhören wird, aber hat es ein bisschen ignoriert. Ja, aber es ist schon Wahnsinn. Und einmal war er nicht mit dabei in einem Jahr. Ich schaue gerade bei Nico Kytosaho, also wenn es nicht läuft bei einer Nation wie den Finnen, dann müssen sie auch noch bei den schlechtesten Windverhältnissen los. Am Ende ist es natürlich wichtig, dass er sich zumindest heute durchsitzt und morgen funktionieren kann. Aber mit dem Ergebnis jetzt ist es klar, dass er natürlich gegen einen besseren, weitaus besseren Springer gehen wird. Und da dann unter die 5 Lucky Loser zu sein, ist relativ schwierig für den Stand aktuell im finnischen Skisprung. Also die Finnen warten zumindest nicht so lang auf einen Gesamtsieger bei der Tournee wie wir Deutschen. Wer war der letzte Finne, der gewonnen hat? Das ist doch klar, Ahonen natürlich. Selbstverständlich, natürlich, das weiß das Sven Annerwalz. Hättest du, glaube ich, auch den Bäcker hier fragen können. Nein, 2008 war das und er hat die Tournee auch schon gewonnen. Eben hat Sven gesagt, tut ihm fast leid, er hat ja auch den Grand Slam gepackt, wie Sven Annerwalz. Alle 4 Springen gewonnen. Was geht für Kamilsdorf? Schwaches Training. Boah. Ich werde nicht schlau. Ich sehe, dass er praktisch kein Vertrauen hat oben. Nach dem Absprung sehe ich, da war er viel besser gedreht, war viel mehr über den Ski. Das hat natürlich jetzt einen Hintergrund, weil er kein Gefühl hat. Das ist alles so, er macht das Bestmögliche. Und wenn du kein Gefühl hast, dass der Ski dich
erdrückt, kannst du natürlich auch nicht mit dem Körper weiter nach vorn gehen. Sonst hast du das Gefühl, dass du da gefühlt eine Rolle nach vorn machst. Ein absolutes Idol in Polen, Kamil Stoch, hat diese Sportart mitgetragen nach Adam Malysz. Er hat die Tournee zweimal gewonnen. Und wenn wir über Persönlichkeiten sprechen, Stoch ist eine für Skispringen. Schofenig wird vielleicht noch eine für Österreich. Der Mann, der die Formel 1 in Deutschland unglaublich populär gemacht hat, das war natürlich oder ist Michael Schumacher. Was hat der für eine Karriere gehabt? Wie Michael Schumacher, damit der Hinweis, 10 Jahre nach diesem tragischen Skiunfall. Heute in der ARD, erste Folge, 23.35 Uhr. Es gibt dann 5 Folgen am Stück. Auch eine faszinierende Persönlichkeit des deutschen Sports. Michael Schumacher. 114 Meter, das sind alles Weiten jetzt für Bressadola. Die sind gut genug, um morgen dabei zu sein. Die aber die Gefahr birgen, einen ziemlich guten Gegner zu bekommen. Dir war das ja damals immer egal. Du warst ja von deinem Können so überzeugt. Ja. Das ging ja damals noch, als du gewonnen hast, dass du einfach immer die Qualis ausgelassen hast. Und wegen Sven Annawald hat Walter Hofer dann irgendwann das Reglement geändert und gesagt, wenn alle Fernsehsender übertragen, dann muss doch der Topmann auch springen. Damals konnten ja, die recht. Besten 10 konnten, wenn sie wollten, nicht antreten, mussten aber in Kauf nehmen. Du bist immer gegen den Besten der Quali gesprungen. Ja, am Ende dann für die Bilder war es natürlich auch gut, jedes Mal mit der zur 50. Tournee, mit der Startnummer 50 jedes Mal zu springen. Geht natürlich dann auch so ein bisschen die Geschichte ein. Es war natürlich nie geplant. Es war immer so, dass ich nach dem zweiten Trainingsdurchgang mit den Trainern gesprochen habe, wie weit ich mich fühle. Ich war klar mit den Chancen bis auf Innsbruck, weil die neu war. Die hatten mir noch bisher noch nie gesprungen. Da war ich knapp dran, dass ich die Quali springe. Habe aber gedacht, komm, mach's einfach wie immer und fertig. Wieder ein schwächerer Sprung von Junichiro Kobayashi. Während wir noch ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Während gleich dann der erste Deutsche kommt, so groß ist die Hoffnung auf einen deutschen Tourneesieg, dass wir heute Sven Rekordkulisse hier haben. 16.300 Zuschauer bei einer Qualifikation, wo 8 Springer ausscheiden. Das sagt, glaube ich, alles aus über den Stellenwert. Und was immer vergessen wird, wenn man sagt, Sven Annawald, der letzte deutsche Sieger, es gab seit 82 3 Springer aus Deutschland, die Tournee gewonnen haben. Dich, Dieter Thoma und Jens Weißflog. Scheint uns nicht so ganz einfach 3 zu fallen, ja. Obwohl ja, wir auch in Oberstdorf komischerweise ja statistisch gesehen die erfolgreichste Station haben. Also sprich, wir sind ja eigentlich schon immer gut reingestartet, haben aber immer irgendwie Probleme gehabt, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber gut, dieses Jahr neuer Anlauf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn vom Gefühl her, wie die Deutschen auch drauf sind. Ich bin irgendwie euphorisch. Ich sehe auch, wenn ich jetzt, wie viele Kartenanfragen ich auch habe. Also ich merke auch, dass die Nation schon merkt, oh, ich glaube, die Deutschen, die sind mal wieder wirklich gut drauf, das müssen wir uns anschauen. Und das merkst du hier im Ort, das merkst du, wenn du von A nach B läufst, die sind alle geladen und haben einfach nur die Hoffnung, dass vielleicht das passiert, was wir uns alle wünschen. Sehr schöner Sprung von Kilian Payer. Auf 120,5 Meter, damit ist er richtig gut dabei. Wie weit ist Halvor Egner Granerød rangekommen in dieser Pause? Marius Lindwig daneben, vielleicht noch einen Tick stärker einzuschätzen. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Naoki Nakamura, wir sind schon ein bisschen weiter. Antti Aalto. Auch über die graue Linie, das heißt gut genug, um sich zu qualifizieren. Ja, gut, dass die Jury ruhig geblieben ist, als es doch ein bisschen weiter ging, dass sie in der Luke geblieben sind. Was mir aber auch auffällt mit dem neuen Reglement, ist, dass es besser steuerbar ist. Dass du jetzt, wenn bei guten Bedingungen der richtige oder vielleicht für die aus Jury-Sicht der Falsche oben sitzt, Thema Timi Seid, dann fängst du die nicht mehr ein. Und das gibt es eigentlich nicht mehr, weil wir schon auch in den letzten Weltcups immer Springen hatten, wo gefühlt für die Führung musstest du fast Schanzenrekord springen. Aber es war keiner irgendwie, der sich noch 10 Meter absetzen konnte, wie vielleicht ein Seitz und Willingen. Gleich geht's los mit dem ersten Deutschen, mit der 41, Philipp Raimund. Wir haben den Bundestrainer im Interview bei Eken Palace.
Er hat noch ein ganz, ganz kleines bisschen Zeit, aber er war ja heute schon fleißig beim Training beispielsweise. Stefan, wie waren denn Ihre Eindrücke nach den ersten zwei Trainingssprüngen von Ihren Jungs? Ja, der Hanni Wellinger hat es gut gemacht. Der erste Sprung war ein bisschen zum Reinkommen jetzt hier, Spur ein bisschen gewöhnen. Wir sind jetzt noch 7 Tage nicht gesprungen. Der zweite Sprung war dann schon deutlich besser. Ja, und jetzt gehen wir in die Qualifikation und versuchen, ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Es sind viele Zuschauer da. Es gab auch schon in Zeitungen Schlagzeilen, einen riesen Tourneespaß. Wie groß ist Ihre Hoffnung, Ihre Sehnsucht nach einem Tourneetriumph? Ja, das sage ich hier lieber nicht. Nee, das ist natürlich hoch, aber ja, wir müssen jetzt Schritt für Schritt gehen. Jetzt haben wir heute Qualifikation, schauen wir, was rauskommt und dann werden wir jetzt springen und jeden Sprung einzeln abhandeln. Reden Sie noch viel mit den Jungs, bevor die also zwischen jetzt den Trainingssprüngen und der Qualifikation, geben Sie Tipps oder sagen Sie, mal in Ruhe lassen? Nee, wir geben schon nur der Korrektur vom Sprung, Warnweisungen und die Jungs versuchen, die Dinge dann umzusetzen. Dann viel Spaß beim Abwinken und vor allen Dingen hinterher nach der Landung. Danke. Ciao. Wenn die Zuschauer ihn nicht so oft hören, so ist er immer. Ja. Stefan Ongara, Wladimir Zograwski kann es besser. Aber wir haben zwischendurch den Japaner gesehen, Nikaido, immer mal wieder zu Topsprüngen bereit. Hat sich bei den Japanern was bewegt, Ryoyo Kobayashi, Topmann? Ja, klar. Sie sehen natürlich auch alle, die im Team in Japan sind, sehen am Beispiel von Ryoyo, dass natürlich auch, wenn man sich so ein bisschen drauf konzentriert, was jetzt wichtig ist in der heutigen Zeit beim Skispringen, dass wenn man das auch einhält, dass das dann auch gleich relativ gut funktionieren kann. Und Nikaido Ren ist ja auch einer, der schon im Sommer Grand Prix schon gewonnen hat. Also der hat es so partiell schon mal gezeigt. Und auch jetzt mit dem einzelnen Sprung auch, aber kann es nicht abrufen. Noch nicht. Er ja, dem ist das wurscht. Ryoyo Kobayashi, das ist dann schon auch für mich faszinierend, wie leicht Skispringen, aber auch effektiv Skispringen sein kann in seiner Person. Das galt in manchen Phasen seiner Karriere auch für Daniel André Tande, nicht für die aktuelle. Stand schon mal kurz vorm Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee, hat es dann selbst vermasselt, weil er einen Clip nicht richtig befestigt hatte in Bischofshofen. Sowas wirkt nach. Das ist jetzt nichts, was er heute noch im Kopf hat, aber das war damals vielleicht eine einmalige Chance. Ist auch schon wieder 7 Jahre her. Im Moment muss er kämpfen, um gutes Weltcup-Niveau zu haben, auch weil er viel zu oft zu spät ist. Das kann er sogar auf Deutsch sagen. Daniel André Tande. Der ruhigste Ort hier, weit und breit. Wenn ich irgendeiner immer so einen Klettverschluss aufmachen würde. Aber es ist schon so ein bisschen die Ruhe vorm Sturm oben. Einmal die Kräfte irgendwie bündeln, die nicht da sind, weil er sich so schlapp fühlt, David Kopacki. Das ist echt bitter, weil du siehst schon vom Absprung, wie er arbeitet, wie er sich in die Position reinarbeiten möchte, die er eigentlich gewohnt ist. Und das Arbeiten bremst natürlich und dann ist bei 116,5 Metern schon Schluss. Sehr gläubiger Mensch, David Kubacki, auch qualifiziert, aber nicht mehr mit 116,5 Metern. Damit liegt er hinter dem Rekordteilnehmer, dem aktuellen hier mit Simon Ammann, der ist jetzt bei Lea. So sieht's aus, Simon Ammann, aktuell auf Platz 6. Es ist Ihre unfassbar 25. Vier-Schanzentournee. Ist es für Sie trotzdem immer noch was Besonderes? Ja, absolut. Obwohl ich die Zahlen sagen mir gar nichts. War jede Tournee war so anders, aber hier wieder zu sein vor vollem Haus, nachdem ich letztes Jahr verpasst hatte, ist einfach toll. Ich bin gar nicht so vorbereitet für die Lautstärke, die mir dann oben auf dem Gate entgegenkommt. Ja, eindrücklich. Seit 1997 dabei, das ist unglaublich. Wie viel Stolz ist da auch bei Ihnen vorhanden, dass Sie es so lange so konstant geschafft haben? Ja, eigentlich unfassbar. Ja. Ich kann es selber gar nicht so richtig einordnen. Ich mache einfach Jahr für Jahr und nehme vor allem Oberstdorf halt mega gerne mit, weil einfach hier schon so viele Leute sind, wie bisher gar nicht im Weltcup als Zuschauer dabei waren. Doch, klingend war sehr gut. Ja, es ist schon was Besonderes nach wie vor. Dann viel Spaß morgen. Vielen Dank, Simon Ammann. Ja, und er ist auch etwas ganz Besonderes, Simon Ammann. Das kann man wirklich so stehen lassen. Piotr Żiła. Tja, Sven, ich weiß es nicht. Das war der letzte Pole
eigentlich kann man jetzt schon sagen, nach dem, was man gesehen hat, ein Pole wird in diesem Jahr die Tournee nicht gewinnen. Passiert natürlich über die Weihnachtstage öfter viel, aber das hätte ich dir auch schon vorher unterschrieben, weil sie einfach zu weit weg sind. Die Hoffnung war immer, dass sie näher dran sind, aber das sind sie nicht. Und das ist echt bitter. Die sind näher dran, die Slowenen. Als Team einen Schritt gemacht, geht los mit ihren guten Leuten, mit Loro Kos. Verhältnisse sind okay. Höhe hat er noch. Ja, er mischt mit Loro Kos. Ob es für ganz vorne reicht, aber das ist auf jeden Fall jemand, der jetzt Randy Kaido, den Japaner, attackieren kann mit 126,5 Metern. Bei allerdings etwas weniger Rückenwind. Vielleicht auf der späten Seite hier auch tendenziell ein bisschen zu viel Ski. Aber bei dem Skimodell mit der flachen Spitze ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil dann ist er zumindest da. Wirkungsgrad da natürlich extrem schmal zwischen Scheitern und super mega. Es fehlen 0,4 Pünktchen und weil du sagst, die Spitze, die Regeländerung, die wir angesprochen haben, die Disqualifikationen, die immer möglich sind. Es gibt Kontrollen im Skispringen, ob die Anzüge regelkonform sind. Was macht die Schuhhöhe? Da gibt es auch eine Änderung. Wir werden da morgen in der Pause näher drauf eingehen. Auch es gibt ein neues Vermessungsverfahren, ein Bodyscanning. Sven hat das mal getestet. Da auf jeden Fall auch, was die Materialkontrollen angeht, morgen bei uns, wenn Sie sich das Auftaktspringen Oberstdorf dann im K.O.-Springen anschauen, gibt es das quasi zur Halbzeit. Gehen wir auf die ein oder andere Regeländerung mal ein, weil es einfach mehr Sinn macht, wenn man die Dinge auch sehen kann und nicht nur darüber spricht. Das ist nicht richtig symmetrisch, wie Domen Preutz da rausspringt. Kostet einiges an Metern, auch eher irgendwo im Mittelfeld dabei bisher. Damit sicher auch morgen mit einem starken Gegner. Der übernächste ist der erste Deutsche. Und er, der letzte Deutsche, sprich der beste bisher. Nur Stefan Kraft hat noch mehr Weltcup-Punkte geholt, der Österreicher. Wir geben unser Bestes, sagt Klaas Brede Braten, der Sportdirektor der Norweger. Aber die auf Anschluss sind, was die Form angeht, Dan, Tande, Östvold, auch Sundahl, sind ziemlich weit weg von den Besten. Kleiner Dämpfer, aber ihre Stärksten, wie gesagt, kommen noch mit Garneröth und vor allem Lindvik auch Vorfang. Jetzt aber sein Teamkollege, der Zimmer-Nachbar von Karl Geiger, beide vom SC Oberstdorf. Erster deutscher Springer bei dieser Tournee. Es ist nur die Qualifikation. Es geht um einen guten Platz, um morgen keinen zu schweren Gegner zu haben. Philipp Raimund. Jawohl! Wo hat er den denn hergeholt? Wo habt ihr den hergeholt nach dem Training? Ja, weil er einfach, glaube ich, jetzt merkt, dass er, wenn er ein bisschen reservierter rangeht, mehr davon hat. Sensationell. 134 Meter, die kommen, ich will nicht sagen, die kommen aus dem Nichts. Aber die kommen natürlich hier prächtig gelegen. Bevor die besten Deutschen kommen, haut der einen unglaublichen Sprung raus. Hier oben ein bisschen reservierter, sonst ist er da natürlich auch, hat eine extreme aggressive Anfahrtsposition und voll in die Richtung. Tisch getroffen, ein bisschen reservierter, Sprung entwickeln lassen und dann Feuer im Hang, sensationell. Das ist doch für den Zimmerkollegen nicht so das Schlechteste, ne? Ja. Das beflügelt ihn doch, oder? Ja, das ist ja, weil alle wissen jetzt natürlich, dass jetzt erstmal schon was funktioniert hat, sensationell, mega. Ja, tschüss, Randy Kaido, das war's, das Erste. Jetzt übernimmt hier Philipp Raimund mal ganz kurz in der Leaderbox. Mal schauen, wie lange er dort bleiben kann. Das ist eine Menge Anlauf dafür, dass die Verhältnisse jetzt besser werden. Sie sind noch viel besser geworden für Johann André Vorfang.
Dem ist aus der Luke auch eine Menge zuzutrauen. Oh ja. Oh, ja. Das ist zu viel Anlauf jetzt, wenn der Rückenwind nicht wieder zunimmt. Für die Besten ja, aber auch hier ist es so, dass es das Wegfliegen nicht mehr wirklich so ist. Mit den Anzügen von letztem Jahr mit dem richtigen Sprung bei den Bedingungen und der Luke hätten wir jetzt wahrscheinlich gefühlt Chancenrekord gesehen, weil es dann so alles zusammenspielt, dass es so übereffektiv ist, dass du es einfach nicht mehr im Griff hast zu steuern. Nur mal zur Erklärung, es ist eben schwieriger im großen, weiten Bereich, und das sind wir bei 135, 137 Meter, den Telemark zu setzen. Und der wird ja auch bewertet. Deswegen wünschen sich die guten Springer dann doch eher, wenn die Verhältnisse besser werden, dass verkürzt wird, damit man besser landen kann, damit es leichter fällt, den Telemark zu setzen. Philipp Raimund bleibt in Führung vor Johann André Vorfang. TV Salz. Jetzt geht ja diese Quali eigentlich erst so richtig los. Nicht erwischt. Auch TV Salz braucht Höhe. Ja, bisschen zu flach, bisschen natürlich jetzt, wenn zwei Springer vor ihm natürlich gefühlt weit springen. Denkt er, jawohl, setzt sich einen drauf und dann zack, bumm, das ist das Neue. Das mit der Hüfte dagegen gehen, gegen den Ski gehen, den Sprung nicht entwickeln lassen. Das macht es jetzt alles tot. Der kommt mit einem halben Meter und Meter weniger Höhe in den Hang hinein und kann natürlich auch nicht mehr zaubern. Vorbei. Ist es nur die Quali? Im Wettkampf, das ist eben morgen das Spannende. Ab morgen zählt jeder Sprung im Wettkampf. Erster Durchgang zählt, zweiter, und wird addiert mit den Durchgängen in Garmisch-Partenkirchen, die man natürlich erreichen muss, mit den Durchgängen in Innsbruck und in Bischofshofen. Seine Heimat, Manuel Fettner, auch immer noch dabei. Nicht mehr ganz die Kraftwerte wie in seinen besten Jahren, aber auch mit 38 immer noch in der Lage, zumindest punktuell mal ganz vorne mitzuspringen. Für ihn jetzt auch super Verhältnisse. Und damit auch exzellent platziert für den morgigen Wettkampftag. Da unten den Telemark setzen. Das ist die Herausforderung. Und das ist nochmal Philipp Raimund gewesen. Die Österreicher freuen sich. Andi Wietölzl rechts, Cheftrainer damals auch im Duell Deutschland-Österreich. Wietölzl gegen Schmidt. Das Duell ging natürlich aus für Österreich. Martin Schmidt hat ja die Tournee nie gewinnen können. Im Gegensatz zu Peter Priots, Tourneesieger vor 8 Jahren. Auch gut, hat sich auch super gefangen jetzt, obwohl ich sehe jetzt ein bisschen mehr, dass er sich darauf konzentriert, mehr Energie an den Tisch zu bringen. Flugtechnisch, gucken wir jetzt mal rein, ja, Tisch getroffen, hier das ein bisschen reservierter, da geht er nicht rigoros wie sonst Richtung Ski, sondern lässt auch hier den Sprung ein bisschen entwickeln. Hier im Hang sieht es wie immer aus, da hat er natürlich dann auch die dementsprechende Flugposition, die er gewohnt war. Und da sehe ich einen Fortschritt im Gegensatz zum polnischen Team. Er führt Peter Breus. Es kommt die Frage, ob das neue System, Sven, noch mal ein bisschen besser erklärt werden kann. Man kann es eigentlich ganz gut beim nächsten machen, bei Halvor Egler-Granerü. Denn das ist so ein bisschen der Leidtragende der Regeländerungen. Warum? Was kann er nicht mehr so machen? Ja, es ist die Fläche vom Anzug fehlt. Ja, so. Und wenn du die Fläche vom Anzug hast, eine Luke runter, dann ist es so, dass du auch weit springen kannst, wenn du oben am Tisch gar nicht so kräftig abspringst mit ein bisschen mehr Höhe, sondern alles nach vorne katapultierst. Die Fläche des Anzugs fängt dich auf. Dann kommst du irgendwie in den Hang und dann hast du so eine Übergeschwindigkeit, die dich unten wegsausen lässt. Und das funktioniert nicht mehr. Auch hier bei Halvor Egner-Granerud ein bisschen zu spät gewesen, ein bisschen zu viel Ski. Also er probiert jetzt, weil er gemerkt hat im zweiten Trainingsdurchgang, das geht gar nicht. Der erste war gut. Und das ist das jetzt, der neue Sprung. Hier ein bisschen mehr Energie, gar nicht so voll in die Richtung, sondern erst den Sprung entwickeln lassen. Wir haben das Thema Keile noch, die es ja letztes Jahr auch unterstützt haben, dass der Ski, wenn du rausballerst, direkt da ist. Auch die Keile sind ein bisschen schmaler, der Ski ist weniger da nach dem Absprung. Also du brauchst ein bisschen mehr Feingefühl. Bevor du dann mit dem Hang bist, kannst du Vollalarm machen. Da ist es nach wie vor alles gut. Aber bis dahin kann es sein,
dass du den Sprung komplett kaputt machst. Er hatte mit der Umstellung gar kein Problem, musste fast nichts ändern. Ja. Aber um das nochmal zu übersetzen, je mehr Keile man hinten in den Schuh stopft, je schneller kommt der Ski, um das genau. mal einfach zu formulieren. Das werden wir auch morgen versuchen, bildlich dann auch für die Zuschauer umzusetzen. Haben da alle unsere Register schon gezogen mit unseren ehemaligen Springern, die wir kennen. Heiböck, kein ehemaliger Springer, sondern immer noch dabei, Michael Heiböck. Für ihn läuft's, seit er wieder in der Eisspur anfahren kann. Das ist dann offensichtlich doch ein anderes Gefühl als im Sommer auf der Keramikspur. Ja, Eis ist natürlich viel schneller unterm Fuß, also du kannst dich viel aggressiver reinsetzen. Zu unserer Zeit gab es das nicht. Wir haben eigentlich immer so eine neutrale Position gehabt auf dem ganzen Fuß, weil es natürlich einmal Neuschnee gab, einmal Eis, haben uns alle gefreut, danach aber wieder andere Bedingungen. Um den Sprung zu finden, brauchst du so eine neutrale Position. Heute ist es so, dass sich alle voll reinballern, weil sie wissen, jede Eisspur ist gefühlt gleich, weil sie so regelbar ist nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur des jeweiligen Ortes und Springen. Peter Preutz vor Philipp Raimund, bester Österreicher Michael Heiböck. Jetzt kommt Daniel Czofenik. Morgen gilt es dann für ihn, ob er wirklich einer ist, der mit um Siege springen kann. Heute erstmal nur um die Platzierung. Aber holt man sich so Selbstvertrauen? Doch. Dass er zu viel möchte. Das ist gefühlt, sehe ich da schon auch Anspannung und Wollen, etwas besser zu machen. Aber das ist zu viel. Und das Spektakel aus deutscher Sicht kommt ja erst noch. Alle Topspringer, die ganz vorne im Weltcup dabei sind, Geiger, Paschke, Wellinger, sehen Sie gleich. Wir sind sofort zurück hier aus Oberstdorf und dann hören wir erstmal Philipp Raimund bei Lea Wang. So, und jetzt kommt ja dann gleich der nächste Deutsche schon mit Stefan Laie. Das ist der nächste Springer. Aber schön, dass Philipp Raimund Engelberg anspricht. Da ist er dann einfach mal disqualifiziert worden am ersten Tag, weil der Schritt nicht passte. Aber gut, er ist danach immerhin noch knapp rangesprungen an die Top 10. Aber dieser Sprung war noch mehr wert heute, ganz sicher. Und den kann er mitnehmen. Und jetzt, Sven, würde ich sagen, schauen wir, was Stefan Laie macht. Nicht seine Lieblingsschanze, Oberstdorf. Aber auch für ihn wäre es wichtig für morgen, dass der Sprung läuft. Völlig okay. Ich würde sagen, der ist gelaufen. Ja, also bei ihm ja nach wie vor immer die Schwierigkeit, dass du wenig Fehler siehst. 132 Meter, das ist super. Kante hat er getroffen. Hier natürlich auch die super saubere Position. Beide Hände schön an der Seite. Leichter Hüftknick. Wenn man es eine Einstellung von hinten oder von vorn hätte, wird man sehen, dass die Ski auch gleichmäßig ausgestellt sind. Und dann bleibt er zwar schon auf Zug, übertreibt es aber nicht. Und im Hang kann er dann eben auch noch mehr beschleunigen. Und das ist ja wichtig auch für die drei, die noch kommen, dass sie sehen, das geht besser hier. Es geht noch besser als eben im Training. Morgen K.O. springen. Kann mit einem schlechten Sprung schon die Tournee vorbei sein. Es ist eben so, dass hier schon viele in Oberstdorf die Tournee verloren haben. Das geht jederzeit. Marius Lindwig hat sie mal verloren durch eine Weisheitszahn-OP. Musste raus, konnte nach Tollmauf nicht in Garmisch-Partenkirchen antreten. So wie es jetzt aussieht, eine der größten Hoffnungen der Norweger. Auch hier 131 Meter, nicht so weit wie Vorfang, aber zwischendurch ist ja auch eine Luke verkürzt worden. Ja, aber wenn er seinen groben Fehler wegkriegt, und zwar hier kommt der Ski so viel entgegen, und da geht er jetzt mit der Hüfte dagegen, das ist so praktisch so eine Gegenbewegung. Wenn er das sensibler und feinfühliger auflöst, dass der Ski ein bisschen kommt, er aber in der Zeit schon auch in seine Richtung der richtigen Fluglage kommt, dann verliert er da nicht so viel Geschwindigkeit. Der Skischlag da oben, das bremst ihn so massiv her. Also er wirklich einer der Norweger, die wirklich schon noch einen Sprung nach vorn machen könnten. An der Spitze ist es einsam. Ganz einsam, aber ist ihm vielleicht ganz recht im Moment. Hast du die Ruhe vorhin angesprochen? Ruhiger geht's nicht. Gregor de Schwann, jetzt wieder in Rot. Erster Trainingssprung rot, zweiter schwarz. Jetzt, das ist sein Wettkampfanzug. Das ist besser. Ja. Das war, ich würde sagen, sein schlechtester Sprung seit langem. Bedingungen waren es auch nicht, die waren gut.
ähnlich wie die anderen. Leichter Zug von hinten, also leichter Rückenwind. Das sollte ihn jetzt nicht so negativ beeinflussen. Jetzt hat man ihm aber vielleicht auch ein paar Tage lang erzählt, wie toll er gerade gesprungen ist und dass ja noch nie ein Schweizer die Tournee gewonnen hat. Ja, das kann natürlich schon passieren, aber glaube ich jetzt nicht, dass es ihn beeinflusst. Ich glaube einfach, dass es technisch jetzt nicht ganz so der super lockere Sprung war, weil auch für ihn natürlich jetzt mit der Quali ein offizieller Sprung die Tournee eingeläutet wird und vielleicht da nicht ganz so entspannt war. Also es ist kein einziger Topmann ausgeschieden, kein einziger guter Springer. Die Besten kommen noch, aber da droht keine Gefahr. Da müsste schon alles überhaupt, was nur geht, schiefgehen. Dafür sind die Verhältnisse zu beständig. Es geht jetzt wirklich darum, morgen möglichst weit vorn zu sein. Philipp Raimund bleibt auf Position 2. Ante Lanišek. Unglaublich schwacher zweiter Trainingssprung. Da oben wieder viel Ski, das bremst ihn komplett her. Das habe ich so nicht gesehen bei ihm. Auch er mittlerweile mit so einem extremen Skischlag oben. Auch das natürlich ein Zeichen, bisschen mehr Energie am Tisch. Mit dem extrem aggressiven Skimodell, auch mit der flachen Spitze. Da ist der Wirkungsbereich so minimal. Hier sieht man es, es geht fast gerade hoch, gerade vor. Die Schaufel ist ein bisschen aufgebogen, ist ja dann auch von der Schiri gewünscht. Und man kann fast sagen, Sven, Sprung wie dieser Morgen so spät und so viel verschenken, dann ist es eigentlich gelaufen, weil alle Sprünge zusammengezählt werden. Dann ist der Rückstand so groß und die vorne sind so gut. Und die vorne, das ist natürlich, wenn man vorne sagt, in den letzten Jahren im Skispringen, auch immer verbunden mit Ryoyo Kobayashi, der Mann, der hier beide Trainingsdurchgänge gewonnen hat. Jetzt sitzt er auf dem Balken. Links die Kontrolle, da wird der Schritt gemessen, hat man ganz kurz gesehen. Aber schauen wir jetzt erstmal auf den heute bisher Besten. Bisschen mehr Rückenwind auch bei ihm. Ich schaue gerade die Trainingsergebnisse, wie es da bei ihm war. Ja, ich hatte die ganze Zeit Rückenwind gehabt, aber relativ wenig. Also jetzt hat er mehr Rückenwind als vorhin. Ja. Dann schauen wir gleich, ob es Auswirkungen hat. Ein bisschen flacher, ja. Nee, keine Chance. Da bist du dann natürlich auch machtlos. Und das ist natürlich für uns Zuschauer die Spannung, die es bietet. Wenn der ein oder andere vielleicht schlechtere Bedingungen hat, das haben wir im Hang. 3,5 Meter von hinten, schräg von hinten. Da kann natürlich Kobayashi auch nicht zaubern. Hatte relativ ähnliche Bedingungen, seinen besten Durchgängen. Und jetzt gefühlt das Dreifache an Rückenwind. Da ist egal, wer da springen musste. Das wird nicht funktionieren. Aber ist natürlich die Spannung. Das könnte ja morgen auch passieren, dass man in der Rückenwindphase dran ist. Deswegen erstmal den Puls runterfahren, auch was die deutschen Skispringer angeht. Selbst wenn die Verhältnisse jetzt nicht gut sind, die Punkte von heute zählen noch nicht. Aber dann wird es natürlich schwer, die Quali zu gewinnen. Ja, und jetzt ist natürlich so ein Sprung arbeitet natürlich. Ne? Ich meine, klar, Ryoyo wird als erstes zum Display gehen und wird gucken, was der Wind war. Das wird ihn beruhigen, weil er sieht, dass es Dreifache war von seinen Trainingssprüngen, was von hinten reingezogen ist. Aber ein bisschen arbeitet es trotzdem. Zu viel Rückenwind im Moment, da gleich Karl Geiger dran ist für Jan Hörl, den Springer vom Skiclub Bischofshofen. Wenn Sie das gelesen haben, dort ist ja das Netz gerissen. Wir haben vorhin noch Alex Ziron getroffen vom Skiclub in Klingenthal. Die Klingenthaler haben mit wie vielen Netzen geholfen? Drei. Drei. Die sie vorsorglich im Sommer haben sie neue Netze bei sich drauf gemacht. Und die natürlich, hat er ja gesagt, die Ossis schmeißen nichts weg und dadurch, dass sie die Netze behalten haben, waren sie in der Lage, Bischofshofen natürlich jetzt drei größere Netzteile zu schicken, dass das noch funktioniert. Und dazu kann man sagen, jetzt also zu viel Rückenwind, deswegen wartet die Jury. Es haben nicht nur die Klingenthaler Netze geholfen, sondern unter anderem auch der Vater von Jan Hörl. Der war mit auf der Schanze, war dort aktiv. Kennt sich ja durch die vielen Jahre aus, die er seinen Sohn begleitet hat. Kommt nicht aus dem Wintersport, aber natürlich in der Lage gewesen zu helfen. Und jetzt, gut, geht's raus aus den Skiern. Im Zweifel muss man verlängern, weil so heftig der Rückenwind im Moment zugelegt hat. Aber noch besser wäre eigentlich erstmal warten. Warten ist immer die bessere Option. Weil es natürlich gefühlt, ach, Martin, sehr schön. Er hat ja dreimal in Oberstdorf gewonnen, ja. Martin Schmidt. Und oft geführt und hätte doch zu gern diesen Adler mal mitgenommen. Das ist ihm, dem Weltmeister
und Team-Olympiasieger war der gemeinsam nicht vergönnt. Zu unserer Zeit gab es den Adler leider noch nicht. Finde ich eine super Trophäe. Zu unserer Zeit waren es dann eben aus Glas, ein super toller Pokal von der Firma Joschka. Das war schön. Aber wenn du jetzt den Adler siehst, ist es schon einfach auch für die Sportart an sich einfach schöner und prägnanter. Du meinst, aber als die Eule, die es bei den Frauen gab. Ja, hör mir auf mit dem Ding wieder, ey. Komm her auf. Aber ja, die Frauen haben ja auch eine Tournee. Ja. Nur Two-Nights-Tournee. Aber man arbeitet daran, dass es unbedingt bald auch eine Vierschanzentournee der Frauen geben soll. Die Stimmung hier ist überragend und das wünscht jeder hier in dieser Skisprungwelt den Frauen auch, dass sie das erleben dürfen, so angefeuert zu werden. Bei uns ja auch das Springen in Garmisch-Partenkirchen am Samstag. Da gibt es auch im Anschluss an unsere Übertragung ein Porträt über Katharina Schmid, ehemals Althaus. Auch sehr, sehr sehenswert. Haben eine Menge Kämpfe in den letzten Jahren führen müssen, um überhaupt so viele Wettkämpfe zu haben. Das ist Michael Schmidt aus Werdohl. Logistikunternehmer, also Geld braucht er nicht mehr. Self-Made-Millionär. Aber in Klingenthal auf mich zu, dass es jetzt schon auch langsam eng wird mit Vorspringen. Muss man vielleicht sagen, betreut hier die Vorspringer. Genau. Das wissen die ja nicht alle. Das ist das größte Gut eigentlich. Ich meine, sie springen immer irgendwo unterm Radar mit, aber das ist das größte Gut, auch für die Schiri, einfach auch den Eindruck zu bekommen von der Schanze, ob sie sprungbar ist oder nicht. Und er ist natürlich in Klingenthal kurz, hatte mich zur Seite gerufen, dass wir vielleicht schon auch nochmal vielleicht nach außen gucken können oder könnten, wer da irgendwie Lust hätte, diesen Beruf in Anführungszeichen Vorsprünger natürlich dann irgendwo auch mit anzunehmen. Kann wir natürlich nicht jeder. Bei uns, ja. Das heißt, du schaltest auf, leider aus. Ich habe den größten Respekt vor Vorspringer schon damals. Also ich hätte das nie gemacht, weil du natürlich auch hin und wieder mit Dingen konfrontiert wirst, die sind nicht geregelt. Und deswegen höchsten Respekt, aber Nachwuchs ist gefragt. Wir haben mit Lennart Weiler einen Vorspringer dabei. Vorspringer braucht man nämlich wann? Jetzt? Also der Wind ist außerhalb des Korridors, deswegen kommt jetzt ein Vorspringer. Rechts der Renndirektor Sandro Pertile, der volles Vertrauen hat zu Borek Sedlak, der das wirklich ganz besonnen macht. Kein überragender Skispringer gewesen, Borek Sedlak, so Mittelklasse. Konnte an guten Tagen mal die besten 25 erreichen, aber wahnsinnig gewissenhaft macht er seinen Job, spricht perfekt Englisch, smart, wie man sagt, ja, kommt mit allen klar und macht seine Arbeit einfach auch mit großer, großer Freude. Und wenn der Wind außerhalb des Korridors ist, heißt es wird gewartet. Dieser Windkorridor, der wird vorher eingestellt. Also das heißt, Borek Sedlak gibt die Ampel nur auf grün, wenn der Wind wie jetzt innerhalb von gewissen Windgeschwindigkeiten sich auf allen Ebenen bewegt. Gleich geht's weiter. Jetzt hören wir schnell noch Stefan Ley. Ja, der hat es schon geschafft, während Karl Geiger oben noch wartet. Stefan, wie fühlt es sich an, ganz kurz die Bedingungen in der Luft, enorm viel Rückenwind? Ja, es wechselt, glaube ich, immer mal ein bisschen, aber prinzipiell ist die Schanze sehr gut in Schuss. Mit dem Wind muss man halt ein bisschen abpassen, weil geht ein bisschen was, aber so macht schon Spaß zu springen. Unter 32 Meter sind Sie gesprungen. Sie sagen selbst, Oberstdorf ist nicht Ihre Lieblingsschanze. Bestes Ergebnis hier 9. Das war schon nah dran. Wie war es heute für Sie? Es war gut. Ich glaube, ein solider Auftakt. Ich muss sagen, ich war schon ein bisschen nervös. Jetzt so der erste Tourneesprung, der Gott sei Dank noch nicht in der Wertung ist, aber mal so den Auftakt gemacht. Deswegen wird es, glaube ich, ein ganz solides Quali-Ergebnis. Vielen Dank, Stefan. Jetzt wollen wir gucken, was Karl Geiger macht. Dankeschön. Denn der springt unmittelbar nach Jan Hörl. Der hat sich ja auch gut präsentiert mit 127 Metern. Das entspricht mindestens den eigenen Erwartungen, denn wir dürfen zur Kenntnis nehmen, dass wir jetzt die Top 10 im Weltcup, sogar die Top 5 schon sehen. Und natürlich haben die andere Erwartungen als die, die wir zu Beginn der Quali gesehen haben. Jan Hörl möchte auch um den Tourneesieg mitspringen. Hat das in Engelberg fantastisch hinbekommen. Aber er muss es ab morgen im Wettkampf zeigen. Und jetzt drei Deutsche. Erstmal der Local Hero, der hier schon gewonnen hat, Karl Geiger. Danach Pius Paschke und dann Andy Welling.
super wichtig. Also man ist ja dann doch auch hier am Mikrofon ein bisschen aufgeregt, weil man natürlich schon weiß, dass viel von dem Sprung jetzt abhängt, aber Karl einfach klatscht. Ja, souverän. Das ist schon sehr großen Respekt, wie er es immer wieder schafft, sich auf den Punkt einzustellen. Es ist viel besser geworden. Früher musste man das Training ja gar nicht schauen. Das war eigentlich immer furchtbar. Im Wettkampf ging es dann. Aber er hat, und das hat Werner Schuster ihm eingebläut, der Bundestrainer, der Vorgänger von Stefan Horngacher. Karl, wenn du irgendwann Dinge gewinnen willst, musst du besser trainieren. Und das hat er inzwischen geschafft. Höheres Trainingsniveau. Höheres Niveau jetzt auch unter Stefan Horngacher. 134 Meter. Luke weniger. Für Karl Geiger geht's mit bisschen Bonuspunkten für Rückenwind. Jawohl. Platz 1. Und war noch leicht auf der späten Seite. Also auch solche Sachen zeigen dir ja, dass noch ein bisschen mehr drin ist und gibt dir ein bisschen mehr Spielraum, dass es jetzt nicht der perfekte Sprung war, den es jetzt gilt, wieder morgen zu zeigen, sondern du weißt, noch ein bisschen pünktlicher, dann geht es noch besser. Und das ist so, das beruhigt dich und lässt dich ja etwas ruhiger schlafen. Wir haben im Vorfeld den Film gesehen über Pius Paschke. Auf einmal gewinnt er mit 33 sein erstes Weltcup-Springen. Er sagt als Polizeibeamter, ey, Uniform werde ich nicht erkannt und ohne Uniform auch nicht. Ein bisschen reservierter, ja. Aber Pius, das wird sich ändern, wenn er so weiter springt. Dann wird er erkannt werden und hier kennt ihn jedes Kind. In Oberstdorf. 132 Meter. Er wird sich seine eigenen Tournee-Errungenschaften gar nicht mehr anschauen, denn er hat noch nicht eine wirklich gute Tournee zu Ende gebracht. Aber es wäre schon toll, wenn er mal gut startet. Und er scheint die Form nicht verloren zu haben über die Weihnachtstage. 132 Meter. Geiger bleibt in Führung. Und Pius Paschke auch auf jeden Fall mit einer Top-10-Platzierung mit dieser Leistung. Respekt die deutsche Mannschaft. Das lässt sich jetzt sagen im Wettkampfanzug. In einer Top-Verfassung, genau wie die ganze Saison gelaufen ist hier am Start. Zwei können ihn noch schlagen. Einer aus dem eigenen Team mit Andreas Wellinger und natürlich der Überflieger, der beste Mann der Saison, Stefan Kraft. Auch gute Bedingungen. Bisschen höher dran als Karl. Jawohl. Jawohl! Souverän, also wirklich Hut ab mit dem Druck auf dem Zylinder. Ja, auch wenn es heute nur um die Qualifikation geht. Aber wirklich diese Sprünge so abzurufen. Sensationell. 135 Meter, ähnliche Noten wie Karl Geiger, wird zwischen den beiden sehr knapp, weil Wellinger etwas bessere Bedingungen hatte. Körper läuft super, siehst auch wenig Korrekturen, auch bei ihm immer ein bisschen die Arme. Sven, hör mal, was rechts hier und links. Ja, das ist Wahnsinn. Wir sprechen von der deutsch-österreichischen Rivalität und haben einen solchen Zwischenstand. Drei Deutsche unter den besten vier mit Philipp Reimer und bevor Stefan Kraft kommt. Es ist ein bisschen wie im Traum. Es ist alles so weitergegangen, wie der Weltcup bis jetzt gelaufen ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Jetzt gibt es hier das Duell um Platz 1. Yes. Nur am Qualitag wohlgemerkt. Und jawohl, und fliegt vorbei. 0,4 Punkte. Karl Geiger vor dem dritten 0,8. Also das ist ja wirklich. Bis jetzt hatte meistens Stefan Kraft das letzte Wort. Der Österreicher und Weltcup-Führer. Schön. Aber er weiß, die Deutschen sind dabei bei dieser Tournee. Und zwar nicht nur einer, sondern in Mannschaftsstärke. Stefan Laie wird wahrscheinlich als 12. schlechtester Deutscher sein. Alle werden machbare Gegner morgen kriegen. Jetzt geht es hier um den Sieg. Wellinger oder Kraft. Bisschen flacher, nee, reicht nicht. Das reicht nicht. Guter Sprung auch von Kraft, trotzdem auf 131 Meter. Aber das ist nicht weit genug, wie Sven sagt, um Andy Wellinger zu packen. Er ist dran. Wir werden sehen müssen,
was sein Rücken macht im Laufe dieser Tournee. Er ist mit Schmerztabletten gesprungen, in Engelberg zuletzt und auch in Klingenthal. Hat ihn jetzt therapiert zu Hause, ist überhaupt nicht im Sprungtraining gewesen, anders als die Mannschaftskollegen, komplette Pause gemacht. Das reicht nicht, um hier die 3000 Franken gegen Andreas Wellinger zu gewinnen. Aber es reicht, um morgen einen machbaren Gegner zu kriegen. Der erste Sieger bei der Tournee, auch wenn es nur die Quali ist, heißt Andreas Wellinger. Das Stadion morgen hier an der Schattenbergschanze ist ohnehin schon ausverkauft. Aber jetzt ist die Euphorie endgültig entfacht. Sie haben an so vielen Stellschrauben gedreht, die deutschen Trainer und die deutschen Springer. Was Material angeht, sie waren im Windkanal in Stockholm und das sieht man jetzt in den Ergebnislisten. Sie waren da nicht nur einmal. Sie haben an ihrer Aerodynamik, an ihrem Kraftpotenzial gearbeitet, an ihrer Technik. Sie haben eine unglaublich gute mannschaftliche Atmosphäre und sie haben heute die Grundlage für eine wunderbare 72. Vierschanzentournee gelegt. 5 Deutsche am Start und alle unter den besten 12.